Oh Gott! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem ersten Käse-Opening. Ich meine Crate-Opening hier bei PUBG. Ich kenne mich hier noch gar nicht so gut aus. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt, aber eins ist schon mal klar. Ich nehme den Rock. Oh, so ein Rock wäre sick und die Maske. Oh mein Gott. Moment mal, die ballistische Maske hat man damit nicht einen Vorteil? Weil man ja gegen Headshots geschützt ist. What the fuck? Die brauche ich. Was ist da drin? Noch ein viel schönerer Rock. Ihr wisst ja, also man sieht's ja, ich mache mir da nicht so extrem viel draus aus dem, was ich anhab, aber jetzt ohne Flachs. Ein Rock wäre schon nice, da müsste ich nicht immer meine Unterhose einfach nur so tragen. Und natürlich wären auch so eine ballistische Maske und diese Punk-Steam-Punk-Brille nice. Und eben Handschuhe. Oh, man kann direkt einen Mantel, alles klar, okay, öffnen. Ist schon passiert? Hallo? Ah, halt, man muss auf Character gehen. Ah, wir öffnen sie. Wir hoffen einfach mal auf den Rock, okay? Diese Gamescom-Kiste mache ich irgendwann mal auf, aber ich habe jetzt gerade keinen Cash auf dem Steam-Konto. Los geht's. Ha! Ach Gott. Schäh. Das ist schäh. Sieht an mir jetzt nicht so prickelnd aus. Da finde ich das auch deutlich. Naja, wohl, das sieht echt verranzt aus. Also ich will jetzt nicht übertreiben. Das habe ich angehabt, gell, gerade eben. Bringt dieser Utility Belt eigentlich irgendwas? Außer halt, dass man ihn anhat und danach was aussieht. Hat der einen Vorteil, dass man da mehr Waffen oder sowas? Kannst du nennen, ne? Ja. Ich würde gerne so eine Survivor-Kiste bekommen. Kann ich die haben vielleicht? Hallo? Ja, also, da ist sie doch. Achtung. Komm schon! Oh mein Gott, der Rock wird's, der Rock. Ich muss hier nur ganz oft draufklicken, dann kommt er. Ich bin immer so am Feiern, wenn ich das Ding finde. Komm schon! Oh, Handschuh! Na also, Handschuhe sind auch nicht schlecht. Hatte ich schon Handschuhe? Nee, gell? Sehr gut. Handschuhe finde ich gut. Jetzt habe ich schon mal was. Kann ich hier nicht drehen? Die Kappe. Warum habe ich eigentlich die Kappe auf? Bringt eine Kappe irgendwas? Also jetzt rein vom von der Spielmechanik her. Habe ich davon was? Werde ich davon dadurch besser gesehen? Weniger gesehen? Vor kurzem hat jemand über die Afro-Frisuren gesprochen, dass die dadurch komplett verdeckt werden zum Beispiel. Aber wenn man den Helm weggeschossen bekommt, macht's plupp. Und dann sieht dich halt jeder so ein bisschen, wenn du am Spähen bist. Und kann ich die anklicken, welche ich haben will? Ich will nochmal das Survivor-Crate haben. Also so ein Beanie würde ich schon eher nehmen wie eine Kappe. Auf jeden Fall. Aber den Rock, das ist natürlich der Hammer. Gut, so ein Hemd würde auch gehen. Ich kann mich auch langsam nach oben arbeiten. Das hier wäre natürlich nice, weil das ist immer auf diesen ganzen Thumbnails drauf, ne? Dieser Mann mit dem T-Shirt, mit diesem Bums. Was für euer Traumloot hier aus der Kiste jetzt? Also wollt ihr auch unbedingt den Rock haben oder sagt ihr, hey, mir reichen auch vollkommen die Hosen oder die Schuhe hier? Grey Boots. Schuhe bringen ja nicht viel, die sind doch so laut. Ah! Ich meine natürlich, Mensch, hey. Was wäre aus dieser Kiste euer Lieblings- Skin? Sind das Skins? Und das sind richtige. Ich meine, das sind ja wirklich. Das Model ist ja extended dann. Das Model ist ja verändert. Ja, also man hat hier ist. Das ist ja nochmal ein eigenes Modell drumherum. Vielleicht behalte ich das echt an, dieses blaue Ding. Das sieht irgendwie nicht übel aus. Das Graue sieht auch nicht schlecht aus. Oder schwarz oder wie auch immer, aber. Ich will jetzt doch nochmal die Wanderer Crate, weil ich doch ein bisschen auf diese Maske spekuliere. Habe ich sie jetzt ausgewählt? Habe ich die jetzt? Ja. Die Gasmaske wäre auch nicht schlecht, aber die ballistische Maske natürlich der Hammer. Oder die Brille. Oder der Rock. Hit me! Was? Das habe ich doch eben... wie gut ich aussehe. Das ist ja wie im wahren Leben. Ich behalte mal das Blaue an. Schau doch mal, wie sich dieses Hemd so spielt. Ne? Oh, fuck, ist hier einer close? Hier war doch eben einer direkt bei mir, ne? Der hat mein wunderschönes Hemd gesehen, hat sich gedacht, shit, Mann, der ist bestimmt gut. Da haben wir ja unser Beanie. Sieht schon nicht schlecht aus, oder? Ich glaube, das passt. Das steht unserem Knilch irgendwie. Rucksack Stufe 2, auch ihr beschenkt mich. Und ein Vierfachsucher, na also bitte. Ach Gott, und direkt ein Auto, na also sichi. Ich glaube, das ist mein neues Glückst-T-Shirt. Ach Gott, das ist mein Ultra-Glücks-T-Shirt. Ich habe ihn voll gehört, wer da rumgesteppt ist, der Bock. Ja, ballistische Maske, alles klar. Das hat sich erledigt, Leute. Wir haben gewonnen. I can't stop this feeling. Dass ich beobachtet werde. Wo sind sie? Echt niemand da? Okay. Ich hab's gerade richtig gespürt, Mr. Krabs. Läuft bei uns. Das T-Shirt ist halt einfach das, was es bringt, ne? Ich glaube, da schießt jemand auf mich. I don't know where. Ha, Granate kam auf jeden Fall von der Seite. Hab ihn gehört. Oh ja, hast du gedacht, ne, mein Freund? Haha. Komm, ich verpiss mich jetzt hier schnell. Der hat das Auto schon mal gesmoked. Vielleicht wollte das klauen, keine Ahnung. Oh fuck! Oh Gott! Fucking Lucky! Ey, zum Glück lag da die Smoke, ne? Ich wollte einfach nur weg und er steht da. Ja. Leute, der Mantel. Jetzt sieht man zwar unser Hemd nicht mehr so gut. Ich weiß. Aber es ist reicht aus. Da oben läuft noch einer. Ich fass es nicht. Scheiße, ich sehe nicht wegen diesem blöden Baum. Ja! Jetzt hoffen wir einfach, dass da keiner ist. Sonst bin ich sowas von geliefert. Was ist denn das? Eine Twitch-Maske? Ey, dieses blaue... krasse T-Shirt, Hemd, macht hier gerade ultra das Game für mich, ne?
Jetzt untersuchen wir noch den Kerl da oben, die Leiche. Ich weiß nicht genau, wo er liegt. Hier ist er irgendwo gefallen, oder? Oder da oben? Ach scheiße, wo ist der hingelaufen? Hier irgendwo. Auf, wo ist die blöde Kiste von ihm? Vor allem, bevor jetzt einer kommt und mich hier beobachtet, wie ich bescheuert im Wald rumlaufe. Bin ich bescheuert? Wo war der denn? Wisst ihr, ich wollte noch schnell das Hemd testen und jetzt geht's hier so rund. Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Oh fuck! Oh Gott! Oh Mann. Aus einer richtig geilen Runde ist gerade der Pechhaufen des Jahres geworden. Ich bleibe an so einem Scheiß hängen und ein Sniper trifft mich. Wow, wie ich geflogen bin. Aber ich bin zufrieden mit dem Hemd. Und trotzdem hoffe ich das nächste Mal auf hier sowas Größeres, also den Rock oder die ballistische Maske. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und denkt bitte dran, ich werde ab jetzt immer die Erinnerung aussprechen, dass ihr einen Daumen nach oben nicht vergessen sollt und abonnieren nicht vergessen sollt. Aber hey, es bringt einen ja nicht um, oder Leute? Daumen nach oben geben, abonnieren, favorisieren, kastrieren. Ciao.